Okay, wir würden dann beginnen. Herzlich willkommen allerseits, auch alle vor allem, die jetzt per YouTube dazugeschaltet sind, bei der Diskussion der ÖH-BOKU zum aktuellen Entwurf der Novelle des Universitätsgesetzes. Erstmal zu mir, ich bin Charlotte Vogt. Ich werde heute moderieren und ich bin Studentin an der BOKU und auch Vertretung der Studierenden im Senat an der BOKU. Die Novelle wird ja jetzt schon den ganzen Winter über diskutiert. Es ist eine umfassende Reform des Universitätsgesetzes, in dem unter anderem Anpassungen im Organisationsrecht, im Personalrecht geplant sind, aber vor allem auch im Studienrecht. Und eben diese Änderungen im Studienrecht wollen wir in der heutigen Diskussion mit Hilfe von unseren Podiumsgästen natürlich und auch vor allem euren Fragen von den Studierenden herausarbeiten, vor allem welche sozialen Auswirkungen diese Änderungen haben. Vielleicht für alle, die jetzt dabei sind und jetzt die Details der Novelle noch nicht genau kennen, die ÖH-BOKU hat in den letzten Wochen eine umfassende Social-Media-Kampagne gehabt, wo sie eben auch die wichtigen Punkte nennt und auch kommentiert. Vielleicht, wenn irgendwas unklar ist, auch einfach nochmal dort reinschauen oder auch auf die Homepage der ÖH-BOKU. Dort sind diese Sachen auch aufgelistet. Falls Fragen sind, könnt ihr diese jederzeit im Chatfenster in YouTube stellen. Die werden uns dann gebracht und ich werde diese dann auch einbringen. Genau, gleich zu Beginn gibt es einen Impulsvortrag. Da möchte ich erstmal Frau Dr. Nadja Thoma vorstellen. Sie ist Bildungswissenschaftlerin an der Universität Wien und forscht zu den Themen Bildung im Kontext von Migration und sozialer Ungleichheit. Beschäftigt sich dort auch hauptsächlich mit dem Thema der Mehrsprachigkeit und hat ihre Dissertation zu Sprachgeografien von migrantisch positionierten Germanistikstudierenden geschrieben, also auch sehr fokussiert. Zusätzlich ist sie Expertin am European Center for Modern Language im Europarat. Sie wird jetzt einen kurzen Impulsvortrag halten, welcher uns dann hoffentlich Input für die Diskussion gibt. Vielen Dank schon mal, dass Sie heute da sind und somit übergebe ich auch gleich an Sie. Ja, vielen Dank für die Einladung, die mich sehr freut. Und ich bin auch schon sehr gespannt auf die Diskussion nachher, vor allem auch mit den Studierenden. So. Genau. Ja, ich werde circa 10 Minuten sprechen. Ich werde mich bemühen, mich an die Zeit zu halten. Ich fange ganz allgemein an. Sie können jetzt schon auf die nächste Folie schalten. Soziale Ungleichheit ist nichts Natürliches, denn gesellschaftliche Verhältnisse werden seit jeher politisch gestaltet. Bildungspolitiken sind in diesem Kontext besonders wichtig, weil sie zur Verringerung oder auch zur Verfestigung und Verstärkung sozialer Ungleichheit beitragen können. Etwa indem sie Bildungssysteme strukturieren und damit auf Bildungsmöglichkeiten und Bildungsverläufe Einzelner Einfluss nehmen. In Österreich werden Kinder vergleichsweise früh auf verschiedene Schultypen verteilt. International erfolgt die erste Teilung im Durchschnitt im Alter von 14 Jahren, also wenn man die Zahlen von PISA zugrunde legt. Nur in Österreich und Deutschland erfolgt sie mit 10 Jahren am frühesten. Das wird vor allem begründet. Wir wissen allerdings, dass in Bildungsstrukturen, in denen Kinder schon früher getrennt werden, soziale Gerechtigkeit beeinträchtigt wird. Und dieser Nachteil kann nicht durch bessere Leistungen kompensiert werden. Das zeigt sich auch am Übergang ins Studium. Die Wahrscheinlichkeit, ein Studium aufzunehmen, ist für Personen, deren Eltern Matura haben, in Österreich mehr als doppelt so hoch wie für jene, deren Eltern keine Matura haben. Wir können jetzt auf die nächste Folie weitergehen. Die geplanten Maßnahmen in der UG-Novelle sind keine österreichische Erfindung, sondern sie orientieren sich an internationalen Entwicklungen, die von KollegInnen aus der Bildungswissenschaft, der Politikwissenschaft und der Soziologie schon ausführlich kritisiert wurden. Zu den Kritikpunkten zählen Orientierung an Individualismus und Wettbewerb, Standardisierung, das kann man beispielsweise daran erkennen, dass Vorlesungsprüfungen mit MC-Fragen zunehmen, die gleichzeitig natürlich kostengünstiger in der Durchführung sind als kleine Seminarformate. Zielvereinbarungen und Accountability,
wie etwa Lehrveranstaltungsevaluationen, die oft stärker formalen als bildungsrelevanten Logiken folgen. In vielen Ländern werden bereits ManagerInnen eingesetzt, um Universitäten in der internationalen Konkurrenz zu stärken. Damit ändern sich die Kräfteverhältnisse zu Ungunsten der akademischen Selbstverwaltung, in der ja nicht nur wissenschaftliches Personal, sondern auch StudentInnen aktiv sind. Insgesamt hat die neoliberale Umstrukturierung von Universitäten zu einer Entdemokratisierung und zu einer Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen in der Wissenschaft beigetragen, von der indirekt auch Studierende betroffen sind. Bevor ich darauf eingehe, welche Konsequenzen die geplante UG-Novelle für soziale Ungleichheit im Studium hat, zeige ich Ihnen einige Zahlen aus der Studierendensozialerhebung, die ich im Lichte der UG-Novelle interpretiere. Weitere Ausführungen können Sie in einem Text von Bettina Dausin und in der Stellungnahme des Arbeitsbereichs für Bildung und Beratung im Lebenslauf nachlesen. Ich kann Ihnen nachher gerne den Link in den Chat posten. Also, was wir wissen ist, zwei Drittel aller StudienanfängerInnen sind sogenannte First Generation Students. Das heißt, ihre Eltern haben nicht studiert. Damit fehlt ihnen soziales Kapital und Orientierungswissen, vor allem zu Beginn des Studiums. Ein hoher Anteil der Studierenden, Sie sehen hier einige Zahlen, sind erwerbstätig, etwa ein Fünftel studiert de facto berufsbegleitend. 22% der Studierenden an öffentlichen Universitäten kommen aus anderen nationalen Bildungssystemen, unter anderem aus solchen mit nicht-deutschen Amtssprachen. Auch wenn diese Studentinnen als Voraussetzung für eine Inskription Deutschkenntnisse nachweisen müssen, brauchen sie vor allem zu Beginn deutlich länger, um sich studienrelevante sprachliche Kompetenzen anzueignen. 23% der StudienanfängerInnen beginnen ihr Studium mindestens 2 Jahre nach der Matura und bringen zum Teil schon berufliche Erfahrungen mit. Und 39% sind in einem sogenannten studienadäquaten Bereich erwerbstätig. Das stellt keine Störung der Studienbiografie dar, sondern ist eine Ressource, die durch die Universitäten besser unterstützt werden könnte. Die ersten drei der hier angeführten Gruppen werden durch die geplanten Maßnahmen stark benachteiligt und die beiden letzten werden schlichtweg ignoriert. Aber was passiert nun, wenn die Zielorientierung ein möglichst rascher Studienabschluss ist, wie in Paragraphen 59a vorgesehen? Die Maßnahmen orientieren sich am Modell eines idealtypischen Studenten, der direkt vom Schulsystem in die Universität einmündet, dort gut orientiert ist, in Vollzeit studiert und immer die erforderlichen Leistungen erbringt. Ein Modell, das mit der empirischen Realität längst nicht mehr übereinstimmt. Die Maßnahmen benachteiligen dagegen non-traditional students. Diese weichen von diesem Normmodell ab, und zwar aufgrund ihrer sozialen, nationalen und sprachlichen Herkunft oder aufgrund ihres Bildungsweges und ihrer sozialen Lage, beispielsweise wenn sie erwerbstätig sind oder Kinder betreuen. Damit wird soziale Ungleichheit vertieft und eine soziale Öffnung und Durchlässigkeit von Hochschulen erschwert oder verhindert. Das Festhalten an der Norm des Vollzeitstudiums trotz der empirischen Tatsache, dass ein Fünftel der Studierenden berufsbegleitend studiert, verstößt gegen die Politik des Lifelong Learning und gegen die Grundidee des Bologna-Prozesses, universitäre Bildung auch in späteren Phasen der Bildungsbiografie zu fördern. Zudem wird interdisziplinäres Denken und Forschen erschwert, weil Studierende, wenn sie Lehrveranstaltungen anderer Studien besuchen möchten, nur an diesen teilnehmen können, wenn sie über eine aufrechte Zulassung zu diesen Studien verfügen. Der Fokus auf Formalia reduziert die Idee des Lernens auf möglichst unkompliziert abprüfbaren Stoff und begünstigt damit ein Teaching und Learning to the Test.
Auf der nächsten Folie habe ich angeführt, dass Lernen und Bildung über formale Erfordernisse hinausgehen sollte. Also Lernen bedeutet unter anderem Verlernen, also Abschied nehmen von biografisch angeeigneten Gewissheiten und Alltagstheorien, was unter Umständen ein langwieriger und schmerzlicher Prozess sein kann. Bildung geht auch über formale Qualifikationsprozesse hinaus und ist ein Erfahrungsprozess, aus dem Menschen verändert hervorgehen. Und zwar nicht nur in Bezug auf ihr Denken, sondern auch in Bezug auf ihr Verhältnis zur Welt, zu anderen und zu sich selber. Bildung erfordert auch, Erfahrungen und neue Wissensbeständnisse immer wieder von Neuem und immer wieder sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Und das ist eine individuelle Leistung, die nicht gemessen und auch nicht in ECTS abgebildet werden kann. Lernen an der Universität bedeutet, in eine fachliche Community hineinzuwachsen, zu lernen, wie in einer Disziplin oder auch in mehreren Disziplinen geforscht, argumentiert und begründet wird und wissenschaftliches Wissen an Laien zu kommunizieren. Auf der letzten Folie gebe ich ein ganz kurzes Fazit. Insgesamt orientieren sich die geplanten Maßnahmen an neoliberalen Logiken, die soziale Gleichheit und demokratische Prozesse nicht begünstigen. Durch den starken Fokus auf einen schnellen Studienabschluss, wie er in § 59a vorgesehen ist, werden non-traditional students mit ihren sehr unterschiedlichen Ausgangsbedingungen noch stärker benachteiligt, als das jetzt schon der Fall ist. Allerdings könnte die reduzierte Perspektive auf Lernen und Bildung Auswirkungen auf alle Studierenden haben. Und die Zahlen zur Erwerbstätigkeit vieler StudentInnen erfordert eigentlich die Möglichkeit eines Teilzeitstudiums. Damit bin ich schon am Ende meines sehr kurzen Inputs und ich freue mich sehr auf die Diskussion. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag, vor allem die Darstellung, wie diese Perspektive auf Bildung und Lernen sich auch durch diese Novelle ändert. Ich würde auch gleich dann zum Podium übergehen, damit auch diese Gedanken und auch die Fragen, die jetzt da vielleicht entstanden sind, noch frisch bleiben und auch die restlichen Gäste, die heute bei uns sind, vorstellen. Wichtig ist uns noch davor kurz zu sagen, dass es sehr viele unterschiedliche Meinungen zu dieser Novelle und zu diesen Themen gibt. Die können wir natürlich nicht alle an diesem Podium abbilden. Die sind aber natürlich auch wichtig zu berücksichtigen und wir wollen heute nur einen Schnitt der Diskussion darstellen. Genau. Und somit würde ich auch gleich Universitätsprofessor Gernot Kubin vorstellen. Er ist Professor an der TU Graz am Institut für Signalverarbeitung und Sprachkommunikation. Er ist auch Senatsvorsitzender an der TU Graz und zudem Sprecher der Senatsvorsitzendenkonferenz. Das ist ein österreichweites Gremium, wo eben Senatsvorsitzende zusammenkommen und somit ist es auch eine Stimme der Senate gegenüber der Unico und auch gegenüber dem Ministerium. Weiters haben wir heute Professorin Verena Binivata, Entschuldigung, bei uns. Sie ist Professorin der Umweltgeschichte am Institut für Soziale Ökologie an der BOKU. 2013 wurde sie zur Wissenschaftlerin des Jahres gewählt und sie ist wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, wo sie auch eine interdisziplinäre Kommission leitet. Außerdem ist sie Mitglied im Senat der BOKU. Zusätzlich haben wir noch als Vertretung der Studierenden Marlene Kohlberger. Sie ist Referentin für Sozialpolitik an der ÖH-Bundesvertretung. Sie ist Studentin an der TU Wien in der Raumplanung und sie ist schon seit vielen Jahren in der Politik aktiv. Ich würde auch das Podium dann gleich eröffnen und Sie alle bitten, ein kurzes Statement abzugeben, in dem Sie vielleicht das Thema oder den Punkt erläutern, der Sie an der Novelle am meisten beschäftigt.
Und gerne können Sie natürlich auch auf den Vortrag von Frau Thoma eingehen oder auch Fragen aufwerfen. Ich würde dann auch mit Ihnen beginnen, Herr Professor Kubin. Wir können Sie leider nicht hören. Sie müssen das ändert sich gerade. Dankeschön. Danke für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Ich freue mich, heute virtuell auf der BOKU zu sein und hier teilnehmen zu können. Zur UG-Novelle generell gesagt, ein Fokus für uns ist sicherlich nicht, wie geht es den Senaten dabei, das möchte ich gleich vorausschicken, sondern wie geht es den Universitäten als Ganzes dabei. Wir sehen uns als Vertreter der gesamten Universitätsangehörigen, der Lehrenden und Studierenden, von denen gewählt, und in der Rolle kümmern wir uns um unsere Universität, und wenn wir sehen, dass der Universität vielleicht schlechter gehen soll, dann erheben wir unsere Stimme, so wie das auch andere gewählte Vertretungen in demokratischen Organisationen zu tun haben. Das ist nicht aus Eigeninteresse, dass wir die Autonomie gefährdet sehen. Natürlich solche Themen, wie schon in den Medien genannt sind, die eigentlich nichts mit den sozialen Themen zu tun haben, wie die Wiederbestellung des Rektors oder der Rektorin in den Vordergrund stellen und andere Eingriffe in die autonomen Rechte letzten Endes aller Universitätsangehörigen, auch der Studierenden, die ja auch in den Senaten entsprechend mitarbeiten. Das ist also für uns, glaube ich, einmal der Kern. Zu den sozialen Fragestellungen, die auch im einleitenden Vortrag aufgeworfen wurden, muss man natürlich schon sagen, dass in Wirklichkeit, wenn man sich die Novelle anschaut und auch die Erläuterungen zur Novelle, diese sozialen Fragestellungen, die ja gerade im Bericht zur sozialen Lage der Studierenden vom Ministerium sehr ausführlich dargestellt, erläutert, analysiert werden, de facto absolut abwesend sind. Es wird also nichts aus diesem vom Ministerium in Auftrag zuerst gegebenen Studie und dafür erstellten Bericht verwendet, um gewisse Wirkungsziele zu untermauern in ihrer Wichtigkeit und daraus auch Maßnahmen abzuleiten. Das Einzige, worauf referenziert wurde, war die Studie, die ja auch schon in Diskussion stand, öffentlich zum Studienrecht und internationalen Vergleich. Auch dort ging es ja nicht um die Wirkung, sondern nur zu sagen, in vielen Ländern gibt es viele verschiedene Modelle und wir suchen uns jetzt irgendwas da draus. Ob das was hilft in Österreich oder nicht, war ja nie ein Thema. Also das ist vielleicht so mal generell der Punkt. Man kann gleich sehr pauschal sagen, dass nichts in der Novelle irgendwie einen gewollten positiven Einfluss auf die soziale Lage hat, weil sonst wird das ja in den Erläuterungen drinnen stehen. Ich glaube, das ist sehr kurz beantwortet. Ja. Vielen Dank. Ich würde dann auch mit Professorin Winnie-Warter weitermachen. Ja, herzlichen Dank auch von mir für die Einladung. Würde gerne zwei Aspekte einbringen, und das eine ist aus meiner beruflichen Sicht als Nachhaltigkeitsforscherin im weitesten Sinne. Die wesentlichen Herausforderungen, die auch angesprochen sind in den Grand Challenges auf EU-Ebene, die in der Agenda 2030 der UNO, die übrigens Österreich ja unterschrieben hat und die als internationales Recht für uns verbindlich ist. Die wesentlichen Nachhaltigkeitsherausforderungen, die gehen eigentlich alle von einer Stärkung der Zivilgesellschaft aus. In der Corona-Krise sehen wir jetzt immer wieder auch so die große Bitte darum, doch irgendwie sich klug zu verhalten. Das setzt eine gebildete Öffentlichkeit voraus. Das setzt Personen voraus, die Einsicht in Fakten haben. Die Zivilgesellschaft, die überall beschworen wird, hängt massiv davon ab, dass es uns gelingt, Bildung offen für alle zu halten. Das ist meiner Ansicht nach eine wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige Gesellschaft. Wir reden hier nicht nur über Bildung als solche, wir reden über die zukunftsfitte Gestaltung unserer Gesellschaft. Da erscheinen mir viele
viele Gründe dafür zu liegen, dass die Universitäten autonom sein müssen. Sie müssen eine Selbstbeschäftigungspflicht haben, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die in der Politik umstritten sind. Wir haben eine andere Aufgabe. Und diese Aufgabe, diese sachliche Aufgabe, können wir nur erfüllen, wenn wir autonom sind. Die universitäre Autonomie ist nicht ohne Grund ein Kind der 1848er Revolution. Das darf man irgendwie nicht vergessen. Also es gibt aus Sicht der Transformation zur Nachhaltigkeit das dringende Bedürfnis nach einer offenen, inklusiven Bildung für möglichst alle. Wie Frau Thoma ja schon ausgeführt hat, geht diese Novelle in die Gegenrichtung. Der Experte, den ich da irgendwie erwähnen möchte, ist Hartmut Rosa, Soziologe, der sehr deutlich gemacht hat, dass Bildungssysteme, so wie sie aufgesetzt sind, sehr stark der Elitenreproduktion dienen. Das ist eine ihrer Funktionen. Und dass sie auf Personen, die bildungsfern sind und sich dem Bildungssystem annähern, als stumme Systeme, die sie herabmindern, die sie niedermachen, die ihnen schaden und die sie nur mit einem unglaublichen Aufwand und mit großer Kontrolle bewältigen können, erscheinen. Also für die Bildungsfernen ist das Bildungssystem ein stummes, schwieriges System. Für die bildungsnahen Jugendlichen ist es ein Resonanzraum, der sich öffnet, indem man spannende Abenteuer erleben kann. Wenn wir eine nachhaltige Gesellschaft haben wollen, und das möchte ich, und ich hoffe, dass Sie das auch wollen, dann müssen wir das Bildungssystem von einem Elitenreproduktionssystem zu einem offenen System machen, in dem es für möglichst viele Studierende Resonanzerfahrungen ermöglicht. Denn nur Resonanz macht resilient und macht es möglich, dass wir diese existenziellen Herausforderungen von Klimawandel und so weiter, eigentlich Klimakrise, besser bewältigen. Ich möchte Ihnen ein Bild zeigen, wenn ich das darf. Ich möchte Ihnen ein Bild zeigen, das für mich auf einen Punkt bringt, worum es geht. Das kulturelle Kapital, das die jungen Menschen mitbringen, hilft ihnen, über die Mauer zu klettern. Und diejenigen, denen dieses kulturelle Kapital nicht zur Verfügung steht, die können mit der gleichen Anstrengung und mit den gleichen Fähigkeiten dort nicht drüber kommen. Und wir müssen Welle einreißen, statt sie zu erhöhen. Diese Universitätsreform erhöht die Mauern. Vielen Dank auch für dieses Bild, das es sehr gut dargestellt hat. Ich würde dann gleich zu dir kommen, Marlene. Ja, hallo. Auch ich würde mich gerne noch davor bedanken, dass ich dabei sein darf und da auch nochmal die Stimme der Studierenden vertreten darf, nachdem ich auch selber noch studiere, selber First-Generation-Studentin bin und dementsprechend auch mich identifizieren kann mit dem, was da kommt, werde es auch dementsprechend runterbrechen auf das, was für uns Studierende jetzt, glaube ich, so entscheidend ist, was sich aber sehr gut ergänzt zu allem, was Sie bereits zuvor gesagt haben, und möchte einfach gleich einmal diesen Punkt nennen, wo es darum geht, eine Leistungserbringung zu verlangen in einem bestimmten Zeitraum. Und da geht es, glaube ich, absolut nicht um die Anzahl an ECTS, die verlangt werden, und auch nicht der Zeitraum, in dem diese ECTS erbracht werden müssen, sondern es geht prinzipiell darum, was das für eine Hürde darstellt, vor allem für Studenten und Studentinnen, die nicht aus einem Elternhaus kommen, wo die Eltern schon studiert haben, wo man vielleicht auch weiß, was das Wort ECTS bedeutet. Also ich kann mich nur selber daran erinnern, dass ich mal eine Zeit lang gebraucht habe, herauszufinden, was dieses ECTS eigentlich ist, wie viel Arbeitsaufwand das jetzt bedeutet, dass ich das zu Weihnachten meinen Eltern trotzdem jedes Jahr noch einmal erklären muss. Und dass das, glaube ich, eine ganz, ganz große Hürde ist, die man immer vergisst, diese Realität von, was kommt denn eigentlich an bei den Studierenden oder was muss man sich alles erlernen, um überhaupt studieren zu können. Und dann hat man diese erste Hürde von dieser Zahl, wo es heißt, das muss erbracht werden. Und da sind wir noch gar nicht bei dem Punkt, dass die STEA in einer gewissen Zeit absolviert werden soll und man dann eine Cooling-Off-Phase hat und dann exmatrikuliert wird. Das sind alles Dinge, die so unglaublich angsteinflößend und beunruhigend klingen, vor allem für Studenten und Studentinnen, die neu auf die Unis kommen, jetzt vor allem in der Corona-Krise,
vor ihren Bildschirmen sitzen, in neue Städte gezogen sind, teilweise vielleicht keine Anknüpfungspunkte haben, alles ist neu. Und dann das zu hören, bestimmte Leistungen erbringen zu müssen, bestimmte Dinge abliefern zu müssen, von denen ich noch nicht einmal weiß, was ich da überhaupt abliefern muss. Und da möchte ich mich meiner Vorrednerin möchte ich da anknüpfen, dass diese UG-Novelle kurzum das Ziel hat, dieses System der Elite aufrechtzuerhalten und alle anderen bildungsferneren Schichten von den Universitäten fernzuhalten und an dieser Klassengesellschaft, in der wir leben, weiter aufzubauen und an dem festzuhalten. Und eben im Endeffekt durch dieses rasche Studieren dann Menschen zu produzieren, die möglichst früh in den Arbeitsmarkt gehen können und dort irgendwie ihre Leistung erbringen. Aber das absolut nicht der Gedanke ist von dem, wie Studieren funktionieren sollte und dass man Zeit bekommt, Dinge zu erlernen eben auch oder auch zu verlernen. Das fand ich sehr schön, das auch so zu hören und gewisse Normen einfach anders zu lernen. Und das braucht Zeit. Und ich glaube, das wissen Sie hoffentlich alle noch aus Ihrer Studierendenzeit oder aus der Lehrendenzeit jetzt. Und ich kann nur für mich sagen, ich merke, wie sehr das ein Prozess ist, der immer wieder von neuem beginnen muss auch. Und da bringt es mir nichts oder wirkt einfach extrem beunruhigend, wenn man dann diese Hürden in den Weg gelegt bekommt. Vielen Dank. Sie haben jetzt alle schon sehr viele Fragen beantwortet, die ich eigentlich stellen wollte. Aber ich hoffe, es kommt dann zu keinen Wiederholungen, wenn wir versuchen, diese Dinge trotzdem nochmal vereinzelt auszuarbeiten. Ich habe jetzt gleich eine Frage. Frau Thoma, Sie haben in Ihrem Vortrag erwähnt, dass momentan sind es 23% der Studierenden in Österreich kommen aus nicht bildungsnahen Haushalten, sage ich jetzt mal so, wenn es der richtige Begriff ist. Wie sehen Sie das, wie wird das jetzt sich verändern durch diese Novelle? Also ich vermute, es wird runtergehen, wurde jetzt schon gesagt, aber gibt es da, vielleicht können Sie das noch weiter erläutern. Also zunächst vielleicht was zu den Begriffen, weil Sie jetzt gesagt haben, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Also die Begriffe bildungsfern und bildungsnahe, die werden sehr häufig verwendet. Ich finde sie nicht so überzeugend, aber bildungsnah oder fern suggeriert so ein wenig, als wäre Bildung etwas Festes, so wie in einem Container, der an einem bestimmten Ort ist, zum Beispiel an der Uni, und man ist dann von diesem Ort unterschiedlich weit entfernt. Das ist ein Verständnis von Bildung, das nicht ganz funktioniert. Also Bildung ist flexibel und dynamisch. Und häufig werden auch Eltern als bildungsfern bezeichnet. Aber aus der empirischen Forschung wissen wir, dass diese Gruppe der Eltern manchmal sehr großes Interesse daran hat, dass es ihren Kindern später mal besser geht und dass sie alles nur Erdenkliche unternehmen, um einen Bildungsaufstieg für ihre Kinder zu ermöglichen. Nur fehlt es ihnen eben an dem kulturellen Kapital, das Verena Winiwarter vorher erwähnt hat, um überhaupt zu wissen, was man machen muss, damit die Kinder einen Bildungsaufstieg schaffen. Also das vielleicht nur zu den Begriffen und zu Ihrer Frage. Also wie es sich hinsichtlich der Prozentzahlen entwickeln wird, weiß ich nicht. Ich arbeite selbst nicht quantifizierend und habe es eigentlich üblicherweise nicht so sehr mit Prozentsätzen zu tun. Aber wir wissen aus der qualitativen Forschung, welche Bedeutung solche Hürden in den individuellen Bildungsverläufen haben. Also Marlene Kohlberger hat das, glaube ich, sehr eindrücklich berichtet vorher. Und es spricht eigentlich alles dafür, dass diese Hürden jetzt eben noch verschärft werden und dass diese ohnehin schon benachteiligte Gruppe weiter benachteiligt wird. Also auch Studierende zum Beispiel aus sogenannten Drittstaaten, die nicht eine EU-Bürger, die keine EU-Staatsbürgerschaft haben, die mussten ja bisher auch schon eine bestimmte Anzahl an ECTS erbringen, um ihren Aufenthalt in Österreich zu sichern. Und das war auch bisher schon für viele ein Problem, weil auch diese Studierenden nebenbei erwerbstätig sind. Also es ist ja nicht so, dass es eine Gruppe Erwerbstätige, eine Gruppe migrantische und eine Gruppe, wie auch immer, Studierende gibt, sondern diese
Faktoren sind ja alle miteinander verknüpft. Und auch für diese Gruppe, glaube ich, der Studierenden auch aus Nicht-EU-Staaten, die zum Teil schon vor ihrem Studium unglaubliche Wege zurücklegen, bürokratisch und finanziell, um überhaupt in Österreich studieren zu dürfen, die werden sicher auch benachteiligt werden. Vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage zu, die würde ich gerne an Herrn Professor Kubin stellen, weil Sie haben ja argumentiert, dass der Fokus vor allem auf das die Entwicklung der Universitäten sind als gemeinschaftliche Einrichtung. Und jetzt stelle ich mir die Frage, was, wenn wir uns jetzt, was auch gut herausgearbeitet wurde, von diesem Gedanken des offenen Hochschuls- oder Universitätszugangs durch diese Novelle jetzt verabschieden müssen, was bedeutet das jetzt für die weitere Entwicklung der Universitäten in Österreich oder auch im internationalen Kontext? So. Ich würde euch sowohl zur Folgenwortmeldung als auch jetzt zu der Frage übergreifend was sagen wollen. Sowohl die Frage, wird der offene Hochschulzugang unmittelbar jetzt beeinträchtigt oder auch hat das unmittelbare Auswirkungen, was in der Novelle steht, auf Personen, die aus Familien kommen, wo vielleicht eben noch niemand vorher studiert hat. Da habe ich schon das Gefühl, jetzt nicht nur im Vergleich zu Zustand sozusagen vor der Novelle und nach einer eventuellen Einführung von Dingen, die in der Novelle stehen, die Unterschiede erscheinen mir da nicht so gravierend. Natürlich versucht der Gesetzgeber hier Verbindlichkeit zu machen und er macht es aus meiner Sicht mit sehr inadäquaten Methoden. Wir brauchen Teilzeitstudien, wir schaffen mit dieser 24 ECTS-Grenze, wo ja schon gesagt wurde, die brauchen wir ja gar nicht diskutieren, ob die jetzt 24, 25, 23 oder sonst was ist. Die Frage ist, kann ich mit so einer Grenze überhaupt für die hohe Diversität von Studierenden, die wir in Österreich haben, ein sinnvolles Regulativ finden? Die Tatsache, dass man immer schon Eltern haben konnte, die nicht studiert haben, das hat auch mich selber betroffen. Natürlich ist es klar, dass normalerweise Eltern nicht viel zum Studium sagen können. Es gibt heutzutage, glaube ich, kaum einen Elternteil, der was über ECTS-Punkte sagen kann, weil das hat es zu der Zeit, wo Eltern studiert haben, noch gar nicht gegeben. Also, und das ändert sich auch alles ständig. Also das, glaube ich, kann nicht das Problem sein, dass man sagt, Studieren ist jetzt so schwierig geworden, weil jetzt muss ich wissen, welche ECTS-Punkte ich machen muss. Ich habe bei meinem Studienplan vor vielen Jahrzehnten rauskriegen müssen, aha, da gibt es eine durchgehende Inskriptionskette vom zweiten Semester bis ins neunte Semester. Und wenn ich einmal rausfliege, brauche ich ein Jahr länger. Und wer zahlt mir das? Das waren immer schon ganz relevante Fragen, die sind nicht neu. Ob das gut oder schlecht ist, ist eine ganz andere Diskussion, aber man kann nicht sagen, dass da jetzt so ein massiver Umbruch ist. Sie haben, Frau Thoma, ja auch schon erwähnt, die internationalen Studierenden, die immer um ihren Aufenthaltstitel kämpfen müssen, ob sie die Studienleistungen erbringen. Andere kämpfen um ihre Studienbeihilfen, die sie ohne die Leistung nicht erbringen. Für diese Gruppen ist aber tatsächlich die neue Schwelle ja gar keine Verschärfung. Das ist ja sogar teilweise weniger, als was von denen schon bisher verlangt wird. Also das passt ja hinten und vorne nicht zusammen. Das wäre da meine Hauptkritik. Und ich habe nicht das Gefühl, dass man da jetzt, um auf die Frage auch von der Frau Vogt einzugehen, dass dadurch jetzt der offene Hochschulzugang beeinträchtigt wird. Es wird ja niemand von Haus aus gehindert, anzufangen. Es ist mir vollkommen klar, dass wenn jemand sich 20 Stunden und mehr in der Woche arbeitet, dass das schwierig ist, auch nur 20% der Studienleistung zu erbringen, wenn dann noch zusätzlich Betreuungspflichten und alles Mögliche dazukommt. Das ist schon klar. Aber jemand, der sozusagen das nicht schafft, der wird vielleicht auch das Studium aus anderen Gründen nicht so abschließen, wie man das in diesem idealtypischen Modell sich vorstellt. Der wird vielleicht auch sagen, ich studiere mal 3 Jahre, mache ein paar Sachen und dann bin ich in meinem Job so gefragt, dass ich gar kein Interesse habe, mir mein Studium abzuschließen. Auch diese Fälle gibt es ja laufend. Also, dass man wirklich jetzt sagt, es wird durch die formalen Regulative der Studienzugang beschränkt. Wir machen keine neuen Aufnahmeprüfungen, wir verlangen nicht explizit Geld von denen, die ein Studium beginnen. Wir signalisieren, das ist was Schwieriges, aber das signalisiert die Uni seit langem, seit Jahrzehnten weiß man, ein Uni-Studium ist schwer und nicht alle trauen sich drüber. Also die Maßnahmen halte ich trotzdem für falsch, aber ich glaube nicht, dass per se dadurch sich was an der Frage ändert, werden sich mehr Leute oder weniger Leute über ein Studium drüber trauen.
das war immer schon verdammt schwer und wenige trauen sich nur drüber. Leichter wird es nicht dadurch, aber ob es dadurch signifikant schwerer wird, das sehe ich auch nicht unbedingt. Vielen Dank. Ja, ich denke, das ist auch wichtig, dass es eben, es waren immer, ist dann die Frage, welche Rolle so eine Novelle haben soll, ob es es jetzt erleichtern soll oder diesen Status quo auszubauen. Vielen Dank für diese Antwort. Ich weiß nicht, ob die anderen Podiumsteilnehmer dazu auch noch etwas sagen wollen. Sonst hätte ich eine Frage aus dem Chat bekommen, vielleicht an Frau Thoma. Um eben genau auf diesen Punkt einzugehen, wie viele Studieninteressierte sich jetzt wirklich über diese Hürde trauen, ob Sie wissen, wie viel Prozent der jungen Erwachsenen sich aus bildungsfernen Familien an die Universitäten wenden oder an Universitäten gehen und wie viele andere Wege wählen, vielleicht um diese Hürde in die Universität hinein zu quantifizieren. Es tut mir leid, wenn das jetzt wieder eine quantitative Frage ist. Also leider kann ich mit Zahlen nicht so wirklich weiterhelfen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Wege, die in ein Studium führen, sehr unterschiedlich sind. Also es ist nicht so, dass Studierende unmittelbar vor der Matura oder unmittelbar nachher sich für ein bestimmtes Studium entscheiden, sondern manchmal passiert es, dass ein Studium die zweite Wahl ist, weil zum Beispiel in dem eigentlich gewünschten Studium eine Aufnahmeprüfung ist, die man nicht schafft. Oder es passiert, dass Studierende erst relativ spät ganz zufällig eine Info über einen Studiengang bekommen, den sie noch nicht kannten, und dann inskribieren sie den in letzter Minute. Also es ist nicht so, dass einer Inskription unbedingt immer nur rationale Überlegungen vorausgehen, die schon länger andauern, sondern vieles ist auch von Zufallsstrukturen abhängig. Und Studierende haben manchmal auch eine Orientierungsphase und studieren zwei oder drei Studien parallel oder schnuppern mal hier und mal dort rein. Und aus der empirischen, qualitativen Forschung wissen wir, dass das durchaus sinnvoll ist, weil sich die Studierenden eben sinnvolle Angebote aus verschiedenen Studien holen und dann sich so langsam ihren eigenen Weg durchs Studium bauen. Und das wird durch diese Novelle auf jeden Fall verhindert, weil es ja notwendig ist, eben diese ECTS-Grenze zu absolvieren, die es schon verhindert, sich sozusagen außerhalb eines Studiums inter- und transdisziplinär zu orientieren. Ich habe jetzt gesehen, Professorin Widiwarte, Sie würden dazu auch etwas sagen, sehr gerne. Also was wir ja sehen, ist ja auch, was mit den Leuten nach einem Studium passiert. Die lineare Bildungsbiografie ist ja auch ein Thing of the Past. Das gibt es ja auch nicht mehr, dass man ein Studium abschließt, dann kriegt man einen Job und bei dem bleibt man womöglich beim selben Arbeitgeber, bis man in Pension geht. Das passiert nicht. Wir wollen gerne haben, dass auf flexible Erfordernisse des Arbeitsmarkts flexible Personen existieren, die sich bereit sind, in digital transformierte Welten, die sich sehr schnell transformieren, neu einzuarbeiten. Die logische Lösung, die dafür auf der Hand liegt, ist meiner Ansicht nach, interdisziplinäre Bildungswege zu fördern. Und diese Orientierungsphase, die Nadja Thoma beschrieben hat, wo Personen, indem sie sich verschiedene Bildungsangebote anschauen, und zwar ernsthaft anschauen, nicht nur so den Kurs lesen, sondern versuchen, sich mit dem in Beziehung zu setzen, herausfinden, wo sind ihre Talente, aber auch Talente, an die sie noch gar nicht gedacht haben, zu entwickeln im Stand sind. Also die Absolventen, die wir wollen, machen wir mit einer Linearisierung des Ausbildungsmodells eigentlich nicht. Wir machen genau das Gegenteil. Wir machen schnell studierende Effizientlinge, aber nicht Personen, die eine möglichst breite Entfaltung ihrer eigenen Talente durch vielfältige Bildungsangebote dem Arbeitsmarkt, der genau das haben will, zur Verfügung stellen.
Ja, und vielleicht, wenn ich da gleich einhaken kann, inwiefern ist das auch ein sozialer Aspekt? Also inwiefern würden diese nicht linearen Wege auch die soziale Diversität vielleicht unterstützen oder welche Auswirkungen hätten die? Naja, man kann ja, also Bildungsbiografien, und da muss mir die Frau Thoma aushelfen, sind ja sehr oft disziplinär vorgegeben. Also Kinder von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten studieren Jus. Unter anderem auch deswegen, weil sie die Praxis des Vaters, der Mutter übernehmen. Pharmazeutinnen studieren Pharmazie. Viele Arztkinder studieren nicht Arzt, interessanterweise. Ja. Die Medizin hat da nicht unbedingt den besten Ruf, glückliche Eltern zu produzieren. Auch viele Technikerkinder studieren wieder was Technisches. Also ich kenne ganze Zivilingenieursbüro-Dynastien, ja, wo schon der Großvater das Zivilingenieurbüro gehabt hat und der Sohn hat es weiterentwickelt und jetzt ist die Enkelgeneration dran. Das sind diese linearen Biografien, wo wir sozial überhaupt nicht durchlässig sind. Wenn wir vernetzte und jetzt sagen wir mal rhizomische Bildungsbiografien fördern, dann fördern wir auch den Einstieg von denen, die sich noch nicht so ein klares Ziel mit ich übernehme die Praxis von, ja, Mutter, Vater, Onkel, Tante vorstellen können, sondern die offen in etwas hineingehen und sagen, okay, Mutter und Vater haben eine Landwirtschaft und das sind die BOKU-Studierenden. Ja? Also die BOKU-Studierenden kommen ganz oft aus einem nicht-akademischen Hintergrund, wo die sind First Generation Academics. Ich glaube, das ist ein sehr guter Begriff. Ja? Die kommen, ich habe ja selber Studierende, deren Hintergrund ist zum Beispiel, die Eltern haben eine große Gärtnerei und sagen, du geh auf die BOKU und lern, was dich freut. Aber die BOKU ist da ein sehr schöner Scharnier zwischen diesen Praxisbiografien und dem, was sich jemand als akademischer Qualifikation vorstellen kann. Und das ist auch, glaube ich, eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe gerade der BOKU, die bildungswilligen Personen des ländlichen Raums aufzunehmen und ihnen eine Erweiterung ihrer Möglichkeiten anzubieten über eine Professionalisierung des Praxiswissens ihrer Eltern. Und dafür können sie auch diese Linearisierung nicht brauchen. Ich glaube auch, dass wir ganz schlecht sind, wenn wir Praxiswissen abwerten. Ich glaube, dass wir eine transdisziplinäre Welt uns vorstellen müssen, in der das Wissen der Praktiker und das akademisch-systematische Wissen miteinander eine fruchtbare Gemeinschaft eingehen, in der die einen das Wissen der anderen wertschätzen für das, was es kann und es nicht in hierarchische Systeme einsortieren, in denen es nicht passt. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Vielleicht kann ich daran auch noch anknüpfen. Für die Bildungswissenschaft kann ich auf jeden Fall sagen, dass dort sehr viele First-Generation-Students studieren. Also ich weiß es nicht im Prozent, entschuldigen Sie, aber sehr viele. Und es ist häufig so, dass Studierende nach der Schule zuerst eben arbeiten und dann erst ein Studium beginnen. Und zwar mit der expliziten Motivation, das, was in der Arbeit vielleicht nicht funktioniert oder das, was sie gern besser verstehen möchten, dazu theoretische Reflexionsangebote zu bekommen. Und ich muss sagen, dass unsere Seminare sehr stark von dieser Gruppe der Studierenden profitieren, weil die unglaublich viel Wissen aus der Praxis mitbringen. Und zwar aus einzelnen Teilbereichen, aber auch so Wissen über, wie einzelne Institutionen in der Praxis vernetzt sind und so weiter. Und ich glaube, es müsste wirklich darum gehen, wie Verena Winiwarter gesagt hat, dieses Praxiswissen theoretisch zu reflektieren und den Studierenden sinnvolle Angebote zu geben, wie sie dieses Praxiswissen oder auch das biografisch angeeignete Wissen, also wenn Sie zum Beispiel aus einem landwirtschaftlichen Betrieb kommen, mit dem theoretischen Wissen sinnvoll verknüpfen können, weil das ist ja eine sehr komplexe Herausforderung, das passiert nicht automatisch. Vielen Dank für diese Anregung, vor allem der Transdisziplinarität und auch der BOKU-spezifischen Punkte. Ich glaube, ich würde da auch nochmal dazu zurückkommen, aber ich wollte jetzt erstmal zur Marlene kommen
Und von Seiten der ÖH, welche Mittel würdet ihr vorschlagen, um diese, anstatt dieses Status quo zu auszubauen, dass eben nur so wenige First Generation Students sind und diese Hürde eben so groß ist, um den Studierenden das eher zu ermöglichen oder den Studieninteressierten? Was hättet ihr euch da in der Novelle gewünscht? Naja, ich glaube, also jetzt nicht unbedingt in der Novelle, weil da war es uns leider relativ klar, dass das nicht passieren wird. Aber ich glaube, was wir immer schon sagen, ist, das, was wirklich dazu beitragen kann, dass mehr Studierende sich inskribieren, ist erstens einmal ein freier und offener Hochschulzugang, der es allen Studierenden ermöglicht zu studieren, wo es absolut keine finanziellen Einschränkungen dadurch gibt und dass man einfach die Möglichkeit bekommt zu studieren. Und dann natürlich das, was wir auch viel machen, aber was unbedingt auch noch weiter ausgebaut werden muss, ist einfach in die Schulen zu gehen und darüber zu reden, wie Studieren ist und was für Studieren, also was für Angebote es überhaupt gibt, jetzt abseits der klassischen, ich gehe auf die Uni Wien und studiere JUS oder Medizin oder so, sondern mal zu zeigen, dass es so viele verschiedene Studien gibt und so viele verschiedene Interessen, dass man, dass eigentlich sehr, sehr viele Leute etwas finden können, dass sie studieren können. Und einfach auch nicht diese Angst davor haben zu müssen, zu scheitern und dann vor nichts zu stehen, beziehungsweise daneben arbeiten gehen zu müssen und Geld verdienen zu müssen und diesen Betrieb am Laufen zu halten und sich selbst finanzieren zu müssen und selber auch erstmal klarzukommen mit diesem Übergang ins Erwachsenenleben und mit den Entscheidungen, die damit einhergehen. Und gleichzeitig aber dieses unbedingt Erfolg haben zu müssen im Studium. Das wird, glaube ich, in erster Linie dadurch vorgebeugt, indem man Bildungsarbeit macht und Aufklärungsarbeit und darüber informiert, was Studieren bedeutet und wie Studieren funktioniert. Wie angesprochen, über Voraussetzungsketten zu reden, Voraussetzungsketten auch aufzulösen und einfach allen Studierenden es möglichst logisch und einfach zu machen, zu studieren und das auch zu verstehen. Und da gehört für mich in erster Linie auch dazu, eben alles, was mit monetären Mitteln zu tun hat, abzubauen, weil vor allem eben Kinder, die aus Arbeiterinnenfamilien kommen etc., es viel, viel schwerer haben zu studieren, das erstens auch einmal sich leisten können zu studieren und eben nicht Geld danach zu verdienen und nicht mehr den Eltern auf der Tasche zu liegen und was das auch für ein Druck ist, den Eltern auf der Tasche liegen zu müssen, unter Anführungszeichen, dass die natürlich sehr daran interessiert sind, auch ihren Kindern zu helfen, das ist vollkommen klar, aber trotzdem, dass das ein extremer Druck ist und da auch unbedingt wichtig ist, zum Beispiel über Teilzeitstudien eben nachzudenken, weil es ist nicht mehr unsere Lebensrealität, dass wir 40 Stunden die Woche Zeit haben oder mehr zu studieren. Es ist die Lebensrealität, dass die Studierenden daneben arbeiten gehen, sehr, sehr viel arbeiten gehen, dass das auch immer mehr wird, vor allem im Vergleich zur Studierendensozialerhebung von 2015 bis 2019 ist das circa um 2% gestiegen der Personen, die daneben arbeiten. Und auch das Stundenausmaß hat sich erhöht, wie viel sie arbeiten. Und das schließt eben einher, dass wir ganz, ganz dringend die Möglichkeit von Teilzeitstudien brauchen und eben ein erleichtertes Studieren und ein Studieren, das eben auch die verschiedensten Interessen fördert und nicht nur gezielt auf einem linearen Bildungsweg, weil das vorher so schön ausgeführt wurde, Menschen zu produzieren, die danach möglichst gut und schnell in den Arbeitsmarkt überführt werden können. Anschließend, ich glaube, der Professor Kubin hatte sich auch Entschuldigung, Nein, ganz kurz vielleicht eine provokante Frage dazu formuliert. Sie haben jetzt eigentlich sehr stark dafür plädiert, zu sagen, es ist ja tatsächlich nur am Rande ein Thema des Universitätsgesetzes und eigentlich primär eine Frage, die zum Beispiel geht Richtung Studienbeihilfenrecht und ähnliche Dinge, die hier einen größeren Wandel bewirken könnten. Gibt es da Untersuchungsergebnisse, vielleicht auch an die Frau Thoma gestellt, die Frage, wie sich der Ist-Zustand ändern würde, wenn man jetzt sagt, in Österreich wird ab sofort jedem Studierenden das Höchststipendium gegeben, würden dann weiterhin 65% der Studierenden berufstätig sein oder würde das auf 50% sinken, auf 5%? Wie ist denn das überhaupt? Weil es wird ja immer gesagt, es ist einfach so, da kann man nichts machen, alle arbeiten. Jetzt ist die Frage, kann man das überhaupt ändern oder ist es so, dass Leute einfach in dem Alter
gerne arbeiten und daher gar nicht darauf verzichten wollen, selbst wenn sie ein Stipendium kriegen oder dass sie ohnehin arbeiten würden, weil wenn sie ein Stipendium haben, dann würden sie sich halt mit dem erarbeiteten Geld ein Auto kaufen oder was weißt du nicht. Also das fehlt mir ein bisschen in der Diskussion. Was würde denn passieren, wenn wir das System ändern würden? In welche Richtung würde sich es denn dann entwickeln? Oder ist es eben so, dass in Wirklichkeit, auch wenn ich die besten Bedingungen schaffe, das Angebot vielleicht trotzdem nicht angenommen wird, weil eben ganz andere Interessen da sind? Gibt es da in der Bildungswissenschaft Untersuchungen dazu? Also keine, die ich kenne, aber ich finde diese Utopie ziemlich spannend und ich finde es auch spannend, sich zu überlegen, was passieren könnte. Ich nehme an, dass viele Studierende weiterhin arbeiten würden, weil wie wir ja aus den Statistiken wissen, arbeitet ein hoher Anteil derjenigen, die erwerbstätig sind, ja in Berufen, die für das Studium relevant sind. Und viele kommen ja erst über die Arbeit ins Studium. Das heißt, das eine hängt mit dem anderen zusammen und kann nicht getrennt werden und würde, glaube ich, auch nicht getrennt werden, wenn es so ein Stipendium gäbe. Aber auf jeden Fall würde so ein Stipendium eine große Erleichterung für Studierende bedeuten, die arbeiten müssen und die wirklich sehr viele Stunden arbeiten müssen. Das vielleicht dazu. Und zu dem, was Marlene Kohlberger vorher gesagt hat, wollte ich nur noch einen Punkt einbringen, dass auch Mentoring-Strukturen vielleicht hilfreich wären, weil viele Studierende es als individuelles Manko interpretieren, wenn mal was nicht funktioniert oder wenn sie eine Prüfung nicht schaffen. Und Vernetzung mit anderen, die mit ähnlichen Bedingungen konfrontiert sind oder ähnliche Erfahrungen machen, unterstützt einfach dabei, sich Strategien zu überlegen, wie man damit umgehen kann. Und vor allem wäre es auch wichtig zu verstehen, was der individuelle Anteil ist und was der strukturelle Anteil ist, damit man eben nicht alles, was nicht funktioniert, auf sich selbst bezieht. Wenn ich da vielleicht noch ganz kurz antworten darf, ich habe jetzt auch keine Zahlen oder irgendwelche anderen Statistiken dazu. Ein Punkt, den ich aber, glaube ich, einbringen würde, ist eben auch, dass ich auch glaube, dass trotzdem noch sehr viele Leute weiter arbeiten würden, vor allem, weil es ja auch cool ist und gut ist und schön ist, Erfolgserlebnisse zu haben und neben dem Studieren zu arbeiten und zu merken, dass das Wissen, das ich mir oft auch theoretisch angeeignet habe, auch in praktische Dinge umgewandelt werden kann. Dem und außerdem, dass wir ja trotzdem, auch wenn wir jetzt sagen, alle Leute bekommen ein gewisses Geld zur Verfügung gestellt, immer noch einen Arbeitsmarkt haben, der sagt, damit ihr diesen Job bekommt, braucht ihr aber trotzdem schon vorher Berufsausbildung. Und dann sind wir in einem ganz anderen Problem drinnen, das dann eben ist, dass der Arbeitsmarkt dann sagt, naja, ihr bekommt sowieso vorher schon Geld, dann müssen wir eure Praktika ja sowieso nicht bezahlen, oder? Weil ihr bekommt ja eh sowieso Geld. Das heißt, man hat da irgendwie da Arbeit geschaffen, die absolut nicht wertgeschätzt wird, beziehungsweise nicht entlohnt wird, was es ja jetzt schon ist, sondern Studierende einfach als möglichst billige Arbeitskräfte also missbraucht werden, jetzt ganz übertrieben, um dann, dass sie praktisch rauszukriegen, in den Lebenslauf schreiben zu können, naja, du hast eh da diese Berufserfahrung jetzt geschafft, also bekommen. Das zu dem Punkt. Und was ich noch zum Mentoring-Punkt sagen wollte, ich finde, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger und guter Punkt, vor allem merkt man das jetzt in der Corona-Krise und in dem Kontakt, den wir jetzt gerade zu Studierenden haben und vor allem zu Studierenden, die dieses oder letztes Semester zu studieren angefangen haben, wie unglaublich schwierig es für die ist, anzuknüpfen in der Uni und in den Strukturen und da eben wirklich auch auf die ÖH zugehen, um sie irgendwie zu fragen, wie kann ich das organisieren, was ist das überhaupt? Und dass da auch einfach es, glaube ich, sehr viele neue Strategien dazu benötigt, wie man sich unter Studierenden auch vernetzen kann und Hilfestellungen anbieten kann. Also wir können das als ÖH natürlich als Vertretungsorgan begrüßen und versuchen da auch zu vernetzen, aber es ist für uns extrem schwierig, nachdem wir ja jetzt nicht, vor allem als Bundesvertretung, jetzt lokal auf den Hochschulen sind, anders als auf der ÖH-BOKU, aber auch da, dass es da einfach ganz, ganz viele Strategien braucht und Möglichkeiten braucht, um die Studierenden untereinander auch wirklich miteinander zu vernetzen. Professorin Wenivater, Sie hatten sich auch noch gemeldet zu dem Punkt. Also ich finde das ja eine sehr wichtige Frage von Kollegen Kubin. Was muss man eigentlich im Sozialstaat insgesamt ändern und was kann das Hochschulgesetz machen? Ich glaube aber, dass wir
die sozialen Konsequenzen bedenken müssen von Gesetzen, die keine Sozialgesetze sind in erster Linie. Und ich glaube, um das geht es hier heute. Und ich habe mich, als ich das erste Mal diese Novelle gelesen habe, vor allem gefragt, was für ein Effizienzbegriff wird denn da angelegt? Ist es effizient, wenn jemand während des Studiums in einem verwandten Bereich arbeitet, dafür etwas länger studiert, aber nachher Praxiserfahrung und systemisches Wissen hat und einen Job kriegt? Oder ist es effizient, wenn man ihn zuerst irgendwie einsperrt und gar nichts anderes machen lässt als studieren und anschließend irgendwie aus dem Käfig rauslässt und sagt, so, und jetzt such mal. Ja? Also schau mal, wo die Karotten sind. Ich halte das nicht für effizient. Ich halte es für effizient, wenn die Universitäten dazu angehalten sind, sich an eine Realität von praxisorientierten Studierenden anzupassen. Und wenn man ihnen dafür auch die Möglichkeiten gibt, dann dazu brauchen wir unter anderem eines, was in dieser Novelle überhaupt keine Rolle spielt, nämlich forschungsnahes Lernen, weil wir müssen die Leute up to date ausbilden und nicht mit den Inhalten von vor 30 Jahren. Forschungsnahes Lernen ist für mich ein schreiendes Zeichen dafür, dass hier kein Nachdenken über den Effizienzbegriff dahinter steckt. Und ich habe auch das Gefühl, dass so ein genereller Unterschleifsverdacht hinter dieser Novelle steckt. Also die Studenten, die ich kenne, die sind nicht drauf aus, mich zu betrügen und zu belügen und mit dem geringsten Aufwand durchzukommen. Ich unterrichte seit über 25 Jahren. Ich habe ein einziges Mal eine psychotisch gestörte Persönlichkeit als Studierenden gehabt, der mit seinem Rechtsanwalt gegen mich vorgegangen ist, weil ich sein Geschreibsel nicht für positiv beurteilbar gehalten habe. Das ist eine solche Minderheit, ja, die ich glaube, die meisten sind gutwillig und ehrlich und wollen. Und diese Novelle tut so, als würden sie das nicht. Und das macht, Frau Kohlberger, für die, die eh schon unsicher sind, einen viel größeren Unterschied wie für die Professorenkinder. Ich meine, meine Kinder haben mir immer wieder gesagt, ja, weißt du, Mama, für uns war das irgendwie auf die Uni gehen und einen Dekan sehen, das hat uns irgendwie nicht besonders aufgeregt, weil daheim bügelt die Dekanin. Und das ist das. Das ist so. Ich habe immer zu ihnen gesagt, ihr springt irgendwie vom 5-Meter-Brett, während die anderen alle vom 10-Meter-Brett springen. Ja? Und dafür kann ich gar nichts, weil ich bin halt nun einmal Dekanin gewesen. Ja? Ich habe das ja nicht versucht, ihnen kulturelles Kapital irgendwie zu vermitteln. Das hatten sie einfach. Und je weniger kulturelles Kapital jemand hat, desto mehr bedrückt ihn als von vornherein irgendwie unterschleifsverdächtige Person betrachtet zu werden. Und das ist was in dieser Novelle für mich irgendwie eigentlich unerträglich ist. Und das hat mit dem Effizienzbegriff, der da angelegt wird, der völlig unreflektiert ist, sehr stark zu tun. Und der ist sozial nicht inklusiv, sondern exkludierend. Vielen Dank. Ich würde jetzt wieder zu den ein paar Fragen aus dem Chat auch einbringen. Gerne die streuen gerade von Themen in der Corona-Krise. Den Unterschied zwischen Quantität und Qualität, was jetzt eben auch wieder angesprochen wurde. Aber ich möchte nochmal zu dem Punkt der Orientierung im Studium zurückkommen. Und es gibt ja die Studieneingangsorientierungsphase. Vielleicht würde ich das auch an alle stellen, diese Frage, welche Gedanken gäbe es, um diese Orientierungsphase sinnvoll zu gestalten. Da kam ja auch gerade eine große Studie raus, der Evaluierung. Und wie sollte diese Orientierungsphase Ihrer Meinung nach aussehen, um auch diese Punkte, die wir bis jetzt eben angesprochen haben, die hohe Durchlässigkeit, aber auch die Verbindung zur Praxis und um das zu ermöglichen. Gerne an jeder, der sich angesprochen fühlt. Also wenn ich ganz schnell was sagen darf, die Frau Thoma hat ja davon erzählt, dass es immer schon eine Orientierungsphase gab. Sie war halt nur nicht reglementiert, sondern man hat mal drei Sachen inskribiert und ausprobiert, was irgendwie das Angenehmste für einen ist und wo man sich am besten irgendwie aufgehoben fühlt. Oder auch, wo einem die Leute am angenehmsten sind, mit denen man zu tun hat, wo die Professoren am resonanzfähigsten sind und die Professorinnen etc. Ja? Das war eine
eine informelle Orientierungsphase für viele. Und dann hat man diese Orientierungsphase formalisiert und jetzt sitzt man da und wundert sich, dass die nicht für alle das Ergebnis erbringt, das man sich wünscht, nämlich, was ja grundsätzlich eine gute Idee ist, Personen davor zu bewahren, jahrelang auf einem Weg zu gehen, der für sie sich als zu steinig erweist. Das wollen wir auch nicht. Und wenn jemand, also wenn sich jemand in der STEOP gut orientieren kann und sehen kann, das ist nichts für mich, ist das, finde ich, ein gutes Ergebnis. Das wird aber nicht so gesehen. Das ist der Fehler an dem, wie die STEOP gebaut ist, dass nur der positive Abschluss als Erfolg gilt. Frau Kohlberger. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich glaube, genau da ist ja der Punkt, dass es eben nicht darum geht, sich für ein Studium zu inskribieren, sondern sich für die Universität oder auch von mir aus eine Universität zu inskribieren und die Möglichkeit zu bekommen, am Anfang sich einmal gewisse Grundkurse anzuschauen und sich für eine Richtung zu entscheiden, aber dann nicht im Sinne dieses Leistungsgedankens halt dieses Gefühl zu haben von, ich habe jetzt ein Jahr verloren oder ich habe vielleicht auch 2 Jahre verloren, sondern halt das einfach zu sehen als, ich habe mich orientiert und jetzt habe ich das gefunden, wo ich auch motiviert bin, wo ich gut bin, wo ich meine Talente so einsetzen kann, dass es für mich Sinn macht. Und diesen Weg folge ich jetzt. Das braucht aber, glaube ich, um einige, also braucht einfach Zeit. Ich kann das nur von mir selber sagen, die auch durch 3 verschiedene Studien gewandert ist, bis ich mich dann irgendwie doch entschieden habe. Aber dass das einfach schon einiges an Zeit braucht und auch an eigener Selbstreflexion. Und dass es halt auch darum geht, diese Chance zu bekommen. Weil ich glaube, sehr oft ist es halt dann auch ein, so jetzt hast du dich für ein Studium entschieden und jetzt ziehst du das auch durch, weil so funktioniert das nun einmal. Und das ist, glaube ich, das absolut Kontraproduktivste, das man tun kann, weil so kann man ja auch nie Spaß an der Arbeit haben oder mehr daraus ziehen oder dann auch wirklich zum Beispiel in die Forschung gehen wollen und da versuchen, weitere Dinge daraus zu generieren, wenn man das Gefühl bekommt, also wenn man das Gefühl hat, naja, ich muss das halt jetzt machen, weil jetzt habe ich es ja schon seit 3, 4 Semestern gemacht. Ich kann jetzt auch nicht mehr zurück und wieder bei Null anfangen. Und ich glaube, das ist auch das größte Problem bei der STEOP, also dieses, ich verliere Zeit, wenn ich mir Zeit nehme, meine Interessen herauszufiltern. Ja, also ich würde das eigentlich zum Teil bekräftigen wollen, so wie die STEOP jetzt organisiert ist, ist sie ja eigentlich dafür gedacht zu sagen, ich probiere einmal Studium XY, knie mich da hinein, wenn es passt, hurra, zufällig einen guten Match gefunden, dann kann ich weitermachen, wenn es nicht passt, bin ich eigentlich wieder bei Null. Und das ist sicher ein mühsamer Prozess. Es ist natürlich das alternative Modell zu sagen, ich probiere 2, 3 Dinge aus und dann komme ich irgendwo hin. Das braucht eben seine Zeit und die Frage ist, ob man das reglementiert anbieten möchte. Das machen ja in Ausnahmefällen schon Universitätssysteme. Ich glaube, Berlin ist da relativ konsequent. Da gibt es jetzt an einer der Unis dort das Studium Generale für ein Jahr. Dadurch verlängert sich natürlich alles entsprechend um ein Jahr. Aber wenn man bereit ist zu sagen, ich möchte mir eh statt 3 Jahren von Haus aus 4 Jahre Zeit nehmen, ist das sicher eine sinnvolle Sache zu sagen, das erste Jahr ist halt quer drüber über 2, 3 Studienrichtungen. Da kann ich mir wirklich mehrere anschauen und einmal sehen, was mir wirklich taugt und gehe dann eben in eine dieser 3 Richtungen weiter. Aber dann muss man eigentlich von Haus aus in Kauf nehmen und da sage ich schon, da ist man auch als Universität, finde ich, von Senatseite her immer noch zögerlich derzeit, dass man das Gefühl hat, dass die meisten jungen Leute durch so ein Angebot eher abgeschreckt werden würden, wenn man sagt, entscheide dich von Haus aus, dass das Studium bei uns ein Jahr länger dauert. Weil wir bieten jetzt sowas an. Das ist kein 3-jähriger Bachelor, sondern ein 4-jähriger, wo du das erste Jahr begleitet mal rumprobierst, sage ich ganz überspitzt. Ich bin nicht sicher, wie gut so ein Angebot derzeit angenommen werden würde, obwohl es wahrscheinlich Sinn machen würde für beide Seiten. Nicht? In dem Ganzen auch ein Gesicht zu geben, dass man sagt, das eine Jahr, wo ich so rumgesucht habe, da probiert, wieder stehen gelassen habe, da probiert, kriegt auch einen Namen und dann kann ich sagen, ja, ich habe eben 4-jährigen Bachelor gemacht, ich habe das eben, das war Teil meines Programms, mich ein Jahr lang mal wirklich zu orientieren, indem ich verschiedene Sachen durchprobiere und nicht eine probiere und scheitere, zweite probiere und scheitere und dann erst beim dritten Mal nach 2-mal Scheitern endlich dort lande, wo ich vielleicht hin will. Das ist ja auch psychologisch so ungeschickt, dass ich sage, ich muss erst 2-mal scheitern, bevor ich weiß, was ich mache, statt dass ich sage, ich habe 3 Sachen probiert, habe überall was gelernt und das ist jetzt mein Favorit, den ziehe ich durch. Da bin ich nie gescheitert, sondern habe eben 3 Sachen gelernt
mal so schnuppermäßig, aber immerhin. Ich würde einigen dieser genannten Punkten auch sehr stark zustimmen. Also einerseits dem, was Verena Winiwarter gesagt hat, nämlich auch wenn man, wenn sich zeigt, dass man nicht bleiben möchte oder bleiben kann, aus welchen Gründen auch immer, ist das ein hilfreiches Ergebnis. Ich würde auf jeden Fall auch die Möglichkeit, wie Herr Kubin gesagt hat, eines Studium Generale oder irgendwie der interdisziplinären Schnuppermöglichkeiten oder Eintauchmöglichkeiten vielleicht besser befürworten. Und im Anschluss an das, was wir vorher besprochen haben und auch im Anschluss an die Fragen, wie können eigentlich sozial benachteiligte Studierende gut ins Studium finden, wäre es, glaube ich, in dieser Orientierungsphase ganz besonders wichtig, für ausreichend Vernetzungsmöglichkeiten zu sorgen und auch da vielleicht schon Mentoringstrukturen aufzubauen. Und gerade weil es jetzt aktuell einen Plagiatsfall gab, wäre es vielleicht auch in dieser Orientierungsphase ganz am Anfang schon wichtig, sowas wie Schreibmentoring zu haben. Also ich weiß nicht, wie das an der BOKU ist, aber an der Uni Wien gibt es eine breit ausgebaute Schreibmentoring-Struktur, wo Studierende, die eine Schreibmentoring-Ausbildung gemacht haben, dann andere Studierende beim Schreiben unterstützen. Und Schreiben beinhaltet ja nicht nur etwas aufs Papier bringen, sondern ist noch viel breiter angelegt und bezieht sich auf wissenschaftliches Denken und die Frage, wie formuliere ich eine Forschungsfrage, wie formuliere ich eine Interviewfrage und so weiter und so fort. Also all diese Strukturen müssen in irgendeiner Weise in einer Orientierungsphase Platz finden. Ich würde noch ganz kurz einwerfen, dass ich halt glaube, dass an diesem Studium Generale das große Problem ist, dass genau dieser Effizienzgedanke, den die Universitäten jetzt aber haben, dagegen spricht. Also ich weiß nicht, wie viele Studierende sich tatsächlich entscheiden würden, das zu tun oder das vor ihren Eltern auch durchzubringen in einer gewissen Form, vor allem wenn es eben eh schon mit dem Geld eher knapp ist, dann zu sagen, hey, ich studiere ein Jahr länger, weil ich muss mich noch selbst finden, sehr überspitzt gesagt jetzt, weiß ich nicht, wie viele Leute sich diese Entscheidung wirklich dann nehmen würden, als wenn es einfach eine prinzipielle Voraussetzung ist und dass die STEAB einfach ganz breit und allgemein darauf ausgerichtet ist, dass es so funktioniert am Anfang eines Studiums und man dann studiert. Das ist aber der absolute Gegensatz zu diesem immer weiteren Verschulen von Hochschulen, weil das gibt ja dann wieder die Möglichkeit, breit Dinge auszuprobieren. Und das ist ja genau das, was diese UG-Novelle für mich nicht will. Und da, finde ich, hängt es sich auch auf. Also, dass diese Diskussionen immer sehr nett und gut sind, aber dass sie, glaube ich, in der Praxis dann nicht funktionieren würden, weil dagegen gearbeitet wird mit Gesetzen und Reglementierungen. Ich würde da gern einhaken. Wenn man sich bei der Deutschen Bahn angestellt hat vor ungefähr 15 Jahren, an einem beliebigen Bahnhof hat man innerhalb von normalerweise 3 Minuten sein Ticket bekommen. Da gab es keine Schlangen. Ja. Und dann, ich bin immer Bahn gefahren, auch viel in Deutschland, da gab es plötzlich wahnsinnig lange Schlangen. So, das war darauf zurückzuführen, dass die Deutsche Bahn ihre Tarifstruktur geändert hat. Und man musste sich dann aussuchen, ob man ein Euro-Domino-Ticket haben will oder ein Twin-City-Ticket oder God knows what. Und die Beamten, die da saßen, die waren eh gut geschult, die sind mit einem durch ganze Kataloge von, na, könnten sie auch am Freitag erst nach 16 Uhr fahren, weil da wäre es dann billiger, ja? So. Und es gibt in Europa, als ich das letzte Mal geschaut habe, vor ein paar Jahren, 15.000 verschiedene Masterstudien. Ja? Also eine Orientierungsphase braucht man, die man früher nicht gebraucht hat. Eigentlich ist das ein Argument, das ich nie höre, ja? Dass wir das Angebot derartig aufgefächert haben, dass es logisch ist, dass man eine Zeit lang braucht, um überhaupt drauf kommen zu können, was man will. Das ist so, wie am Bahnhof in München sich anstellen. Ja? Mehr Angebot, mehr Auswahl, Terror of Choice, wie das die Konsumerpsychologie sagt, mehr Zeit, bis man weiß, was man will und was man am besten kann. Und diese Dinge, die gehen mir in der Debatte
dramatisch ab. Natürlich, jemand, dessen Eltern wissen, wie man die Curricula von Universitäten liest, weil sie selber auf einer Uni sitzen. Ja, die können ihre Kinder auch viel besser beraten. Das erhöht die soziale Mauer, dass es so viele verschiedene Angebote gibt. Und ich bin nicht dagegen, dass es so viele gibt, aber wir sollten eingestehen, dass die einen erschwerten Entscheidungsprozess zur Folge haben. Ich würde jetzt noch kurz einmal, wir haben jetzt viel über berufstätige Studierende geredet. Das sind natürlich nicht die einzigen Studierenden, die neben dem Studium auch sehr beschäftigt sind. Es gibt jetzt in der UG-Novelle Änderungen zu den Regelungen der Beurlaubung. Vielleicht, Marlene, wenn du kurz dazu sagen kannst, was sich da ändert und was das auch bedeutet für jetzt zum Beispiel Studierende mit Betreuungspflichten oder auch anderen Tätigkeiten. Ja, ich glaube, prinzipiell lässt sich das eh ganz gut damit zusammenfassen, dass die UG-Novelle einfach nicht mehr vorsieht, dass man sich so leicht beurlauben lassen kann, beziehungsweise dass das auch sinnvoll ist, vor allem, dass man sich im ersten Semester beurlauben lässt, soll nicht mehr möglich sein. Und das ist natürlich auch für die Herangehensweise es ist sehr, sehr schwierig, das dann nur darauf zu reduzieren, dass man sich nur beurlauben lassen kann, wenn man jetzt eine Schwangerschaft hat, zum Beispiel. Man kann ja nicht sagen, was passiert. Also ich kann nicht wissen, was übermorgen passiert. Und natürlich, die Beurlaubungen passieren eh nur in einem gewissen Zeitraum, wo sie möglich sind. Aber ich kann nicht wissen, ob ich übernächste Woche vielleicht auch anderweitige Betreuungspflichten haben werde. Ich kann auch nicht planen, wie es mir auch in psychischen Verfassungen gehen wird, kann, was auch immer, in der nächsten Zeit. Und deswegen ist diese Einschränkung von Beurlaubungen schon auch extrem verkürzt in einer gewissen Sicht, das darauf zu reduzieren, dass nur wenn man schwanger wird, man sich beurlauben lassen kann, auch in den ersten Semestern, und sonst diese Möglichkeit beraubt zu werden. Und vor allem auch, was da schon auch dazu kommt, ich sehe das jetzt einfach nur in einem anderen Kontext, dass wir als ÖH einen Corona-Härtefonds eingeführt haben und da Studierende versuchen, finanziell zu unterstützen, und dass da sehr oft so ist, dass die Studierenden sich beurlauben lassen müssen, vor allem Drittstaatsstudierende, um da nochmal zurückzukommen, weil sie sich den Studienbeitrag nicht leisten können, weil es absurd ist, 730 Euro im Semester zahlen zu müssen. Und das ist ja du machst ja nicht nichts, du brauchst diese Auszeit, um deine Dinge zu erledigen, um dein Leben zu sortieren. Wir tun ja dann nicht nichts, wenn man sich beurlauben lässt. Das ist ja keine bewusste Entscheidung, man will ja vorankommen im Studium. Genau. Und da eben auch im Sinne der Corona-Krise sieht man einfach, wie unglaublich oft dieses Medium jetzt genutzt werden muss und nicht will, sondern genutzt werden muss, damit man jetzt in den nächsten Monaten dann das Geld zusammenkratzen kann, sein Studium fortzusetzen. Und das ist unglaublich sozial selektiv. Finde ich gut, wir fahren ja nicht in den Urlaub in der Zeit. Vielleicht bräuchte es eine Namensänderung. Ich möchte jetzt noch einmal kurz aus dem Studienrecht trotzdem rauskommen, weil auch viele Vertreter von Senaten hier sind, und nochmal fragen, welche Eingriffe Sie in anderen Teilen dieser UG-Novelle auch sehen. Es ist am Anfang nochmal angeklungen, welche Eingriffe Sie vor allem in die soziale Dimension der Universitäten und auch in die soziale Durchmischung und Beteiligung der Universitäten sehen. Vielleicht Professor Kubin, Sie haben eben schon ein bisschen reagiert, habe ich gesehen. Vielleicht, wenn Sie anfangen. Ah, ich glaube, Sie sind noch stumm geschaltet. Natürlich gibt es eine Fülle von Eingriffen auch außerhalb des Studienrechts, die Universitäten massiv betreffen. In der von mir von Anfang an schon angesprochenen Autonomie, die aber eben auch so wichtig ist, dass wir als Universität überhaupt unsere Rolle für die Gesellschaft erfüllen können. Das ist ja das eigentliche Problem, dass sich sozusagen, wenn die Gesellschaft vertreten durch den Bundesgesetzgeber hier in einen Prozess eingreift, wo sie sich selber schadet, das ist ja eigentlich das Irritierende. Wie weit das jetzt wirklich unmittelbare
sozusagen Auswirkungen, sei es auf die soziale Zusammensetzung innerhalb der Universität hat, wenn ich jetzt sage, ich verändere Dinge bei der Rektorswahl oder ich gebe den Rektoraten die Möglichkeit, mit Richtlinien reinzufahren oder ich mache bei Berufungsverfahren über ein bisschen seltsame Dinge, dass ich sage, nach 7 Monaten ist Schluss und der Rektor entscheidet alleine, ohne auf die Berufungskommission zu hören. Also das sind massive Verwerfungen eigentlich vorgeschlagen, wo ich aber nicht unmittelbar sagen kann, dass das primär soziale Auswirkungen hat. Auf die Gesellschaft ja. Die Gesellschaft schadet sich damit selbst, wenn sie sowas macht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, das hat auf eine spezielle Personengruppe, dass jetzt, weiß ich, Professorinnen stärker darunter leiden werden als Professoren. Das kann ich vielleicht vermuten, wenn ich vermute, dass ein Rektor oder eine Rektorin anders entscheidet als eine Berufungskommission, was die Genderfrage betrifft. Glaube ich aber nicht, dass das heutzutage wirklich passiert. Dafür haben wir Arbeitskreise, die da auch mitschauen und solche Begründungen mit Recht einfordern. Also das würde ich nicht als Automatismus sehen. Ich weiß schon, dass viele Missstände gibt und die Dinge, die wir uns wünschen, nicht immer passieren. Aber das alleine sozusagen, dass ich sozusagen sage, auf der einen Seite passiert nicht das, was soll, und das kreide ich jetzt einer anderen Regelung an, das würde ich nicht sagen. Ich kreide der Regelung zum Beispiel an, dass der Rektor eine Ersatzvornahme macht, dass das einfach so nicht geht. So kann ich nicht eine fachlich vernünftige Berufungskommission aushebeln, indem ich, weiß ich, 2 Minuten Verschluss an einer Kandidatin noch hineinschiebe und sage, ich habe das nicht geschafft, jetzt mache ich es alleine. Also da sind ja, tun sich ja Abgründe auf, was man da alles konstruieren kann an Fällen. Aber nicht primär, weil ich jetzt in Sorge bin, dass das eben soziale Auswirkungen unmittelbarer Art hat. Das sehe ich bei diesen massiven Themen nicht so. Also ich glaube, der Paragraph 109, ja. Der drückt den Wissenschaftler. Vielleicht, wenn die sagen können, was das okay. ist für die. Also es geht darum, dass ja an der BOKU zum Beispiel sind 45% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Basis von extern eingeworbenen Forschungsmitteln tätig. Man nennt die kurz Drittmittel, das ist ein schlechter Begriff, aber so kennt man sie. Und diese extern eingeworbenen Mittel, die stehen immer nur für eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Üblicherweise sind solche Forschungsprojekte 2 Jahre, manchmal 3 Jahre lang. Dazwischen bestehen manchmal Pausen und es gibt eine Ausnahme für das Kettenvertragsverbot für Universitäten. Also Österreich ist ein Sozialstaat, in dem er sagt, wenn du Arbeitgeber jemanden länger anstellst, dann darfst du das nicht stückeln, weil dann würde der immer um seine durch längere Betriebszugehörigkeit erwerbbaren Benefits umfallen. Das ist die Idee hinter dem Kettenvertragsverbot, für das es für Universitäten eine Ausnahme gibt. Das ist dieser Paragraph 109. Und jetzt ist die Diskussion darum, dass sich hier massiv Dinge ändern sollen, die eine Obergrenze, wie lang man an einer Universität überhaupt tätig sein darf, einziehen und die Flexibilitäten, die es da früher gegeben hat, aushebelt. Weil früher hat man halt eine Zeit lang woanders gearbeitet und dann konnte man wieder einsteigen und das wird verboten. Und also abgesehen davon, dass ich glaube, dass das den Forschungsstandort Österreich massiv schwächen kann, wenn man sowas macht, ja, ist das das kommt einem Berufsverbot für erfolgreiche Jungwissenschaftler an einer bestimmten Universität gleich. Und das zwingt sie in ein Mobilitätsverhalten, was genau denen, die sich nicht in jeder Stadt der Welt die Miete leisten können, weil sie Support von ihrer Familie haben, das hat eine soziale Dimension. Die Jungforscherinnen und Jungforscher, die kommen ja nicht alle schon auf einem Geldpolster. Ja, und wenn ich weggehen muss, samt meiner vielleicht jungen Familie, ist das und mit der Voraussicht, dass ich vielleicht mich in 15 Jahren mal für eine nicht existierende Professur bewerben kann, ja, das geht nicht, wenn man sozial von vornherein schon mit einem geringen sozialen oder kulturellen Kapital kommt. Also der 109er ist ein Paragraph, der die soziale Dimension des universitären Nachwuchses, und das sind ja dann im Endeffekt die jungen Postdocs und die PhD-Studierenden, massiv verschlechtert.
Dazu kann ich vielleicht noch einen kurzen Punkt einbringen. Also ProjektmitarbeiterInnen, die hatten Sie ja jetzt genannt, aber sogenannte externe Lehrende sind ja auch ganz massiv davon betroffen. Die Uni Wien, also ich glaube, die Lehre der Uni Wien wird zu 42%, das ist fast die Hälfte, von externen Lehrenden abgedeckt. Und das sind alles Leute, die keine festen Verträge haben. Das geht eigentlich nicht. Und die Frage ist auch, wie die Unis jetzt so schnell ihr Personal eigentlich umstellen möchten. Ja. Das ist das eine. Und das andere, was noch erwähnt wurde, ist die Sache mit dem Geschlecht. Da würde ich sagen, da gibt es Spuren einer Verbesserung in der UG-Novelle, aber die bleiben für mich noch sehr stark an der Oberfläche. Also einerseits gibt es so kleinere sprachliche Veränderungen und ich selbst bin von der Wirkmacht von Sprache sehr überzeugt. Also zum Beispiel heißt es jetzt nicht mehr Gleichstellung von Frauen und Männern, sondern Gleichstellung der Geschlechter. Das finde ich sehr positiv, aber es scheint mir, dass es sehr bei diesem Sprachlichen bleibt und dass es aber an konkreten Vorschlägen fehlt, wie es zu einer geschlechtlichen Vielfalt kommen kann, beziehungsweise wie die Benachteiligung von Frauen auch vor allem im professoralen Segment, wie der entgegengewirkt werden kann. Also mir fehlen hier konkrete Maßnahmen, die zu einer höheren Geschlechtergleichstellung bei Bewerbungen führen. Also wir wissen, dass Männer sich sehr viel früher und sehr viel häufiger auf Professuren bewerben. Es fehlen mir auch konkrete Maßnahmen zu Gleichstellungsbeauftragten. Also Gleichstellungsbeauftragte verhalten sich sehr unterschiedlich in Berufungskommissionen. Manche kämpfen und sind unglaublich gut informiert und andere sitzen eher nur an der Seite. Und ich fände es wichtig, dass hier Gleichstellungsbeauftragte in Kommissionen gehen, die nachweislich eine fundierte fachliche Expertise in Genderfragen haben und nicht nur zählen, haben sich jetzt da prozentuell gleich viel Frauen wie Männer beworben, sondern die auch die Bewerbungsunterlagen wirklich differenziert durchschauen. Und eine weitere Sache, die mir fehlt, ist, es braucht explizite Hinweise auch an Kommissionen und an GutachterInnen, dass auf diesen Aspekt in Einschätzungen und in Gutachten auch geschaut wird. Also aus meiner Erfahrung in Berufungskommissionen könnte ich nicht sagen, dass ich den Eindruck hatte, dass sozusagen Berufungsmitglieder oder Kommissionsmitglieder bösartig oder mutwillig Frauen benachteiligen oder Männer übermäßig fördern. Aber wir sind in patriarchalen Strukturen aufgewachsen und haben viele Ungleichheitsverhältnisse quasi internalisiert und merken das auch gar nicht. Und aus dem Grund würde ich finden, dass es hier noch sehr viel mehr und zwar ganz konkrete Vorschläge bräuchte. Gerne, ja. Vielleicht noch kurz ad hoc zur Frage auch der Gleichstellungsbeauftragten bzw. des entsprechenden Arbeitskreises. Da haben sich ja die Senate gemeinsam dafür ausgesprochen zu sagen, dass gerade wenn es um die Kompetenz der hier in diesen Arbeitskreisen eingesetzten Personen geht, dass jetzt in der Novelle vorgeschlagene Wahlverfahren eigentlich kein guter Weg ist, weil ich bei einer Wahl eben genau die Kompetenzen nicht in den Vordergrund stellen kann. Bei einer Entsendung kann ich das sehr wohl machen, dass die entsendende Gruppe, wer immer das jetzt ist, da kann man drüber streiten, wie und man genau entsenden möchte, aber die entsenden, schauen sich das meistens doch etwas genauer an, wie man da entsendet, aufgrund welcher Grundlage. Ob ich da ins Gesetz auch noch formale Hürden hineinschreiben muss oder ob ich sage, die entsenden, werden hoffentlich ihren Job verantwortungsvoll machen, das könnte man noch diskutieren. Aber das Wichtigste ist mal, dass man eigentlich von diesem Vorschlag mit der Wahl abkommt, weil das tatsächlich nicht hilfreich wäre. Vielen Dank auch nochmal für den direkten Bezug zu der UG-Novelle. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das nochmal anzusprechen, dass dieser AKGL eben, dass das auch geändert werden soll und warum. Man denkt oft eine Wahl, super, aber vielleicht auch nicht immer in jeder Situation. Ich wollte jetzt nochmal die Möglichkeit Ihnen geben für eine kurze Reflexion, wenn Sie das möchten. Auch gerne, wir haben nochmal 5 Minuten Zeit, noch gerne etwas zu sagen oder den Studierenden etwas mitzugeben.
Vielleicht auch etwas, was Sie jetzt heute noch voneinander dazugelernt oder neue Einblicke, die Sie bekommen haben. Ich würde gerne wieder einfach direkt an Sie zurückgeben, Professor Kubin, wenn es in Ordnung ist. Sonst können Sie auch noch überlegen und jemand anderes. Ich glaube, ich kann es sehr gut kurz machen. Ich glaube, ein Gedanke, der mir so auch in der Vorbereitung für diese Diskussion gekommen ist, ist, wir betonen eben immer sehr die Autonomie, gerade als Senate, wo wir das in Vertretung ja nur ausüben für uns Staatsangehörige, die im Wesentlichen die Lehrenden und die Studierenden, aber natürlich auch das allgemeine Personal. Und da berufen wir uns sehr oft darauf, auf diese klassischen, ja heute schon zitierten Bestimmungen von 1848 mit eben die entsprechenden Freiheitsrechte für die Forschung bzw. für die Wissenschaft und die Lehre, inzwischen auch für die Kunst. Und da denken wir, glaube ich, immer sehr stark letztendlich daran, dass das eben primär die Lehrenden an einer Universität ansprechen soll, dieses Grundrecht. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt diese Diskussion sehr intensiv hatten mit der Mindeststudienleistung und was für Einflüsse hat das auf die Studierenden und auch die Frage zum Beispiel diskutiert haben, was wäre denn, wenn wir allen ein Stipendium geben würden, dann trotzdem die meisten weiterarbeiten und so, wo wir eben gesehen haben, wir vermuten, dass unsere Gesellschaft eigentlich in der Zeit doch insgesamt so große Freiräume bietet, dass diese Vielfalt sich gar nicht so leicht steuern ließe, sondern weiterhin bestehen würde. Das heißt, wir müssen eigentlich diesen Gedanken der autonomen Universität nicht nur den Lehrenden zugestehen, sondern auch den Studierenden. Und das ist etwas, was, glaube ich, oft übersehen wird, dass man einfach zur Kenntnis nehmen muss, dass jeder einzelne Studierende, jede Studierende als autonome Persönlichkeit an die Uni kommt und da das machen möchte, was sie für richtig hält. Und das kann man mit Regeln einsperren oder nicht, aber man wird sozusagen diese autonomen Interessen der Person nicht wegbringen. Und ich glaube, man sollte es auch gar nicht erst versuchen und wollen, aber man braucht auch nicht glauben, dass wenn man es versucht, dass das gelingen wird. Ich glaube, da hat sich unsere Gesellschaft schon viel zu weit entwickelt. Seit 1848 haben wir ja auch genug Zeit gehabt, als dass das überhaupt die Mühe wert ist. Und das wäre für mich so ein Gedanke, also einfach zur Kenntnis zu nehmen, die Autonomie betrifft tatsächlich auch alle Lehrenden und alle Studierenden und in gewissen Bereichen sicherlich auch das allgemeine Personal. Da ist es vielleicht immer noch schwieriger, aber gerade bei den Lehrenden und Studierenden, glaube ich, ist das ein zentraler Gedanke. Die Freiheit des Lernens, ich glaube, da gebe ich Ihnen recht, es wird sehr schnell mit der Freiheit der Lehre argumentiert, aber viel zu selten mit der Freiheit des Lernens. Ich würde es dann einfach weitergeben, vielleicht an Marlene. Ich habe mir jetzt keine großen Abschlussworte zurechtgelegt. Ich glaube, ich kann nur nochmal das verstärken, was ich schon gesagt habe, und nämlich, dass ich dass wir auch finden, dass diese OG-Novelle das System der Eliten aufrechterhält und dass es da so laut und so dringlich, wie wir es hoffentlich auch tun, dagegen vorzugehen und klarzumachen, dass das nicht das ist, wie wir Studierenden studieren wollen, und dass wir auch nach wie vor stark sein werden dafür, dass das auch nicht passieren wird oder dass wir uns dagegen weigern und dagegen vorgehen und dass Lernen nicht nur diesen einen Zweck hat, um möglichst gut für den Arbeitsmarkt geeignet zu sein, sondern auch selber für das Leben und für Forschung, weitere Entwicklungen, was daraus zu ziehen. Und es nicht nur reduziert werden kann auf das, was ich dann an Wissen auch wirklich vermarkten kann. Ja, ich kann gern weitermachen. Also Verena Wienivarter hatte in ihrem Eingangsstatement die Bedeutung der Zivilgesellschaft hervorgehoben. Und ich denke, dass die Bedeutung des zivilgesellschaftlichen Engagements auch im Kontext dieser UG-Novelle ganz bedeutsam ist. Ich finde es demokratiepolitisch sehr schwierig, dass die Novelle zu einem Zeitpunkt in die Öffentlichkeit gelangt ist, als pandemiebedingt viele Dinge schwierig waren. Ja, das war und ist immer noch eine Zeit, in der viele, die von den rechtlichen Veränderungen betroffen sein werden, eine längere Zeit an Mehrfachbelastungen hinter sich haben oder noch haben und eine Zeit, in der auch soziale Vernetzung noch deutlicher
deutlich schwieriger ist als unter normalen Bedingungen. Und trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, sich hier zu äußern. Die Studierenden sind jetzt heute so ein bisschen kurz gekommen, also einige haben Fragen in den Chat gepostet, aber sozusagen wir haben sie nicht sprechen hören. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass man bis morgen selbst Stellungnahmen eingeben kann auf der Seite des Parlaments. Dort gibt es schon sehr viele Stellungnahmen, die man sich auch durchlesen kann und sich nochmal ein differenziertes Bild machen kann. Auf der Website des Instituts für Bildungswissenschaft der Uni Wien sind auch einige Statements von Mitarbeiterinnen unseres Instituts gesammelt. Und vielleicht haben Sie ja als Studierende Lust, ich weiß, es ist jetzt sehr kurzfristig, aber ich könnte mir vorstellen, dass die einen oder anderen Lust und Zeit noch haben, in dieser kurzen Zeit ein Statement zu schreiben. Das muss ja nicht 12 Seiten umfassen, das kann auch ganz kurz sein und auf Ihre individuelle Situation eingehen, weil ich glaube, es ist wichtig, hier sehr viele unterschiedliche Perspektiven und vor allem auch Perspektiven von Studierenden, die ja vor allem auch betroffen sein werden, sichtbar zu machen. Es gibt noch ein kürzeres Verfahren. Also auch die Parlaments-Homepage hat sich entschlossen, dass man Dinge liken kann. Also auch sich hinter schon abgegebene Statements mit seiner Zustimmung zu stellen, was vielleicht in der noch möglichen Zeit irgendwie noch leichter möglich ist, ist, glaube ich, wichtig. Es ist total wichtig, dass das Parlament das Signal bekommt, dass sich die Universitäten als Gemeinschaften der Lehrenden und Lernenden, für mich ist das eine das der Kriterien, was eine Universität von allen anderen gesellschaftlichen Einrichtungen unterscheidet, dass wir eine Gemeinschaft der Studierenden und der Lehrenden sind. Sie sind in den Senaten, ist das einzige Organ, das das noch verwirklicht. Und dort haben die Studierenden dieselbe Stimme wie die Professorinnen. Es sind halt weniger, aber sie haben dasselbe Recht. Das ist für mich entscheidend für die Qualität. Es gibt überhaupt keine Gruppe von Menschen auf der Welt, von denen ich über die Jahre mehr gelernt habe, wie von meinen Studierenden. Deren Fragen haben mich dorthin gebracht, wo ich es noch nicht genau weiß. Und ich bin rausgegangen, habe recherchiert und bis zur nächsten Vorlesung habe ich es gewusst. Ja. Also wir brauchen sie. Sonst sind wir auch nicht gut. Eine Uni, die aus lauter Lehrenden besteht, ist keine Uni. Die Einheit von Forschung und Lehre ist das Zweite, was uns ausmacht. Was uns eigentlich zu den Zukunftslabors macht, die die Gesellschaft braucht. Wofür sind wir denn gut in der Gesellschaft? Um diese Zukünfte möglich zu machen, die wir alle brauchen. Das kann die Politik nicht, das können die Medien nicht, das kann Sport nicht, kann die Religion nicht, kann niemand, können nur wir. Also dafür muss man uns auch die bestmöglichen Bedingungen geben. Und dazu gehören zwei Dinge. Diversität und Qualität haben massiv miteinander zu tun, weil je mehr Perspektiven es auf eine Frage gibt, desto besser ist im Endeffekt das Ergebnis, das zu diesem Problem gefunden werden kann. Das heißt auch, dass wir viele Perspektiven verwerfen, aber es heißt, dass wir am Anfang viele brauchen. Und es hat sich noch immer in der Welt als falsch erwiesen, zu glauben, dass schnell dasselbe ist wie gut. Danke. Vielen Dank für die Reflexionen, die auch die Diskussion super nochmal zusammengefasst haben. Und auch vielen Dank für die Aufrufe zu den Stellungnahmen. Das hatte ich mir auch aufgeschrieben und ich würde das nur gerne unterstützen nochmal. Und noch andere Möglichkeiten auch nennen, vielleicht für die BOKU-Studierenden im Magazin der ÖH BOKU vor Weihnachten gab es auch so eine kleine Postkarte mit einer Grafik zur UG-Novelle. Diese Postkarte kann gerne direkt ans Ministerium auch geschickt werden. Da ist leider eine kleine finanzielle Hürde der Briefmarke dabei. Aber da kann dann einfach eine kurze Nachricht draufgeschrieben werden, hinten und abgeschickt. Falls die Wörter fehlen, es gibt ein Stellungnahmengenerator, wo eben zu unterschiedlichen Paragraphen von Fachschaften schon Aussagen, Kommentierungen und Argumente auch gesammelt wurden. Der wurde im YouTube-Chat auch geteilt, also einfach dort reinschauen, dort kann man dann ganz easy die richtigen Wörter finden. Genau,
Und dann würde ich mich ganz herzlich nochmal bei allen bedanken, die heute am Podium teilgenommen haben. Leider sind wir alle nur digital und dann ist so eine Geschenkübergabe ein bisschen schwierig, aber ich würde es einfach mal so machen. Wir haben hier mir wurde ein Paket gebracht. Es sind 2 Flaschen Boku-Wein von Boku-Studierenden gekürt. Jahrgang 2020. Und diese 2 Flaschen Wein werden euch allen zugesandt. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wann. Ich glaube, die Post ist weniger belastet im Moment, also hoffentlich schneller wie vor Weihnachten. Aber die werden Ihnen auf jeden Fall zugeschickt als kleines Dankeschön und auch nochmal von mir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für die vielen Anregungen. Ja, danke. Herzlichen Dank. Ich weiß nicht, sind wir noch live oder ist es jetzt? Danke. Ja, ist gut.